Ich bin Liam Floyd, ich studiere Kunstgeschichte hier an der TU Dresden und ich kuratiere zusammen mit Paulina Wandruska aus Wien die Prospektive-Ausstellung hier. Ich studiere in Wien an der Akademie der Bildenden Künste Malerei in der Klasse von Daniel Richter und die Lena hat da vor 2 Jahren Erasmus gemacht. Und dann kam uns die Idee, eben einen Austausch zu organisieren mit einer Ausstellung, weil wenn man an einer Kunsthochschule studiert, dann ist man eben in Klassen organisiert und hat da relativ wenig Austausch mit Studenten schon mal aus anderen Klassen in der Akademie und noch weniger mit Studenten aus anderen Hochschulen. Und es ist aber total wichtig und fruchtbar, dass man weiß, was zeitgenössische junge Künstler machen. Prospektive 2018 bis 2020 ist während meines Kunststudienaufenthalts bei Daniel Richter entstanden. So kam uns die Idee und wir haben diesen Austausch organisiert mit einer Ausstellung und wollten es natürlich auch publik machen. Also es ist auch nicht nur, dass dieser Austausch unter uns bleibt, sondern dass auch alle daran teilhaben können. Genau. Es ist eine Herzensangelegenheit eigentlich für mich, weil es alle Positionen zeigt, mit denen ich gezwungen war, während des Studiums quasi mich auseinanderzusetzen, was auch gute Freunde von mir geworden sind und die ich an einen Platz vereinen wollte. Und dadurch sind viele Freundschaften, Bekanntschaften zustande gekommen und eben nicht nur hier in Dresden, sondern auch mit den Wienern. Eigentlich sind es ja die gleichen Ausstellungen, also es sind genau die gleichen Werke von jedem Studenten. Nur die eine Ausstellung war eben in Wien, im Semperdepot, das ist das Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste. Und wir haben zum Beispiel auch bei den Bildern, wir haben keine Namensschildchen oder so aufgehängt und auch nicht hingeschrieben, zu welcher Klasse oder so die gehören. Ja. Damit sich das wirklich vermischt und... Ich habe sehr viel gelernt, was Kuration angeht. Ich habe sehr viel gelernt, was eben Ausstellungsorganisation und so weiter angeht. Und ich freue mich sehr auf die Ausstellung. Wie sehen wir die Malerei? Es ist für uns kein totgesagtes Medium mehr. Es ist ein Medium, was sich immer weiter entwickeln wird, so wie auch die Musik beispielsweise. Wie wirken die einzelnen Klassen zusammen? Und ja. Und auch keine Zugehörigkeit der Klassen in der Ausstellung, weil die Malerei eben im Vordergrund steht. Ja, wir hoffen, dass es auch andere Studenten motiviert, so einen Austausch und so ein Projekt in die Hand zu nehmen.